Ein schönes Sterben ehrt das ganze Leben, sagt man in Italien, wo die Menschen ja bekanntlich zu leben verstehen. Doch wer beschäftigt sich schon gern mit dem Tod? Besonders dann, wenn es um den eigenen geht. Eine gute Gelegenheit, sich völlig angstfrei mit diesem Thema auseinanderzusetzen, bietet Der Weg, der vom 25. bis 27. September 2015 wieder am Rande der internationalen Bestatterfachmesse Devota in Ried stattfindet. Die Devota ist, wie gesagt, jeder, der Friedhofsbetreiber, Friedhofsverwalter ist, findet hier ein Angebot an 100 Ausstellern. Das auf jeden Fall ist österreichweit die Messe. Der Weg ist sicher was, wo man sich beraten lassen kann. Ich glaube, jeder hat einmal in seinem bekannten Verwandtenkreis mit Todesfällen zu tun, die dann meistens trotzdem plötzlich kommen. Und hier kann man sich Informationen holen im Vorfeld bereits, wo man ohne emotionale Notlage eben da sich, sage ich mal, erkundigen kann. Und eben auch, es geht auch zum Beispiel, wenn ich an das Hospiz denke, des Roten Kreuzes, wo es auch hier darum geht, sich Informationen einzuholen, wo man eben sozusagen den letzten Weg noch beschreitet. Zum vierten Mal in Folge präsentieren Fachleute Infos, Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Abschied und Tod. Auf die Besucher dieser einzigartigen Publikumsausstellung wartet unter anderem ein Querschnitt der aktuellen Trends und Themen der Bestattungsbranche. Ist natürlich immer wieder dieser Stand, der Kreativstand der Steinmetze von Oberösterreich, die hier versuchen, jenseits von Urnenmauern kreative Lösungen im Grabbereich und im Friedhofgestaltungsbereich anzubieten. Heuer auch draußen die Särge beeindrucken mich sehr, diese ägyptischen Elemente, weil sie ein bisschen auch zeigen, wie einmal so Bestattung wirklich was eine Bedeutung gehabt hat und etwas Besonderes war. Für unsere Breiten eher, oder sollte man sagen, noch ungewöhnlich, sind die farbenfrohen Särge aus Afrika, die bei dieser Messe zu sehen sind. Gezeigt werden auch Bio-Urnen, Trauerschmuck aus der Designerschmiede und vieles mehr rund um das Thema Abschied. Sehenswert, weil angstnehmend und sehr künstlerisch, ist der Urnenhain der österreichischen Steinmetze. Bei einem Spaziergang durch die Hallen 18 und 19 am Messegelände Ried können die Besucher Eindrücke sammeln, sich unverbindlich beraten lassen und ihre Fragen stellen. Der Weg profitiert von der unmittelbaren Nachbarschaft zur Bestatterfachmesse Devota mit über 100 Ausstellern gleich nebenan, die dem Fachpublikum vorbehalten ist. Etliche Aussteller nutzen allerdings die Chance, auf Der Weg, dem öffentlichen Teil der Messe, einen Ausschnitt ihrer Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Für ganz persönliche Gespräche und Beratungen, auch zum Thema Bestattungsvorsorge, sind Hospizangehörige, Bestatter und weitere Experten sehr gerne bereit. Der Weg vom 25. bis 27. September 2015 in der Messe Ried ist kein leichtes Thema, aber eines, dem man sich stellen sollte. Aus Angst wird erleichterndes Verständnis. Alle Infos dazu auf messe-ried.at.